Hallöchen, ihr lieben Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tomb Raider 3. Und zwar möchte ich erstmal anmerken, diesen Part habe ich schon mal aufgenommen. Der ist aber verloren gegangen, beziehungsweise Fraps hat nicht aufgenommen, deswegen blende ich jetzt oben rechts, das seht ihr wahrscheinlich nicht, die FPS-Zahl ein, damit ich immer sehe, ob Fraps endlich aufnimmt oder nicht. Denn wenn der Emulator zwar anerkennt, dass ich F9 drücke, aber Fraps das nicht anerkennt, dann kann ich da leider nicht viel für. So, und zwar habe ich mir für den heutigen Part was überlegt. Und zwar werde ich aus Gründen, die über den Horizont menschlichen Verstehens hinausgehen, werde ich mir jetzt drei von diesen Weingummipenissen, warum ich die hier habe, erfahrt ihr noch in irgendeinem anderen Video, in den Mund stecken und den gesamten Part damit kommentieren. Eigentlich sollten es vier sein, oder wollte ich ja vier nehmen, ne? Aber, wie gesagt, das habe ich im letzten Mal schon machen wollen, aber die Aufnahme ist mir ja abgeschmiert und jetzt habe ich nur noch drei da. Ist ja ein bisschen doof, aber ja, was soll man machen? Also, ich hätte mir auch vorher mal einen Timer stellen können. Das mache ich gerade auch noch, damit ich auch nicht die Zeit vergesse oder so. Also, Nummer 1. Das Schöne ist, man kann sich die so schön in die Backen tun. Nummer 2. Und schlussendlich Nummer 3. So, Leute. So werde ich jetzt den ganzen Part kommentieren. Und los. Also, hier müssen wir in diese Laser rein, damit dieser Vergewaltiger-Opa hier kommt. Wir sind Frauen, wir haben Sonderrechte, wir können einfach mal, also wir sind eine Frau, wir können einfach mal, wenn wir wollen, uns einen Vergewaltiger reinholen, so zur Unterhaltung, weil sonst ist es ja in so einem Knast ein bisschen langweilig, ne? Kennt ihr bestimmt auch, weil ihr wart ja bestimmt alle schon mal im Knast gewesen, sonst würdet ihr ja nicht meine Let's Plays gucken. Und hier sind gewisse Knastbrüder, die können wir rauslassen. Indem wir die rauslassen. Und die hauen den dann K.O. Wieso der eine Knastbruder da einfach mal stärker war als dieser Wachmann, der ebenfalls auch noch mit dem Schlagstock bewaffnet war, möchte ich jetzt nicht erklären oder noch weiter drauf eingehen. Ihr seht hier, hier sind keine Laser. Die können sich nicht einfach mal einen Vergewaltiger holen, weil die sind ja keine Frauen. Die haben ja keine Sonderrechte. Unsere eigene Zelle können wir nicht nochmal aufmachen. Das wäre ja zu schade. Weil dann würden wir ja nochmal einen neuen Schläger rufen können. Und das ist ja scheiße. Und jetzt wollte ich hier eigentlich hoch. Weil, wie ihr seht, liebe Leute, geht es hier unten in diesem vollkommen unnötigen Raum. Was soll das überhaupt sein? Soll das so ein Innenhof sein? Für den Fall, dass die Gefangenen doch mal raus dürfen. Es schließt sich mir nicht so ganz, ehrlich gesagt. Aber was soll's. Also hier sind auch nochmal Gefangene. Die lassen wir auch mal frei, würde ich sagen. Weil die sind uns ja ziemlich freundlich gesinnt, weil wir haben sie ja rausgelassen, ne? Man beißt ja nicht in die Hand, die einen füttert, ne? Oder wie heißt es so schön? Und man aktiviert bitte Hebel, beziehungsweise Schalter, indem man vor ihnen steht und sie schaltet. Und nicht irgendwo ganz weit weg davon. Ich muss auch sagen, diese Zellen sind sehr schön eingerichtet. Wir haben hier ein Klo ohne Klopapier. Ein Waschbecken ohne Wasserhahn. Ja, das ist ein ziemlich schönes Leben, was man hier hat, kann ich mir denken. Oder denke ich mir mal so. Und das Lustige ist hier auch, dass einer dieser Gefangenen hier, ich weiß nicht, ob hier eine Zelle hatte. Das finde ich ist jetzt sehr schade. Ich hatte letztes Mal in der Aufnahme hier einen gehabt, der die ganze Zeit gegen die Wand gelaufen ist. Und ich habe mich gefragt, was der mit diesem Ziel, was für ein Ziel der verfolgt hat, dass der da die ganze Zeit gegen die Wand gelaufen ist. Jetzt haben wir das nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Wir haben es auch nicht in der Nebenzelle oder so. Na, ich habe jetzt auch keinen Bock, noch großartig weiter rumzuglotzen.
Also, wir haben jetzt hier noch, Leute, das mit diesen Penissen im Mund zu sprechen, das geht echt nur, wenn ihr euch die Backen quetscht. Und man schmeckt diesen Saft von diesem Weingummi raus. Und hier haben wir in der Zelle einen Ausgang nach draußen. Da scheint dem Gefangenen hier irgendwie nicht aufgefallen zu sein. Er hatte wohl nicht genug Zeit, um hier sich das vernünftig anzugucken. Wieso können wir hier denn stehen? Hast du irgendeinen tieferen Zusammenhang? Nein, hat es nicht. Hier kann man dann hin und Kisten schieben. Wer hätte es für möglich gehalten? Damit verfolgen wir des Weiteren auch kein besonders großes Ziel, außer dass wir halt hier jetzt raus können. Ist das nicht toll? Und bei diesem Gang habe ich irgendwie dauernd das Gefühl, da wäre irgendwo eine Falltür, die aufgehen würde. Weil ich traue das diesem Spiel immer so zu, dass irgendwo richtig unerwartet plötzlich eine Falltür aufgeht. Und jetzt bin ich nicht weit genug gesprungen. Das ist schade, denn jetzt darf ich alles noch mal ganz von vorne machen. Aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, macht doch Spaß, sich noch mal vergewaltigen zu lassen, ne? Ja, Macht Spaß, ja. Vor allem, wenn man so Monstertitten hat. Ja. Wieder im Knast. Und wir haben wieder nur ein Medipack und 11 Speicherkristalle. Und den Infader-Stein hier. So, Gegenstände sucht man ja nicht in Area 51. Hier brauchen sie nur Waffen. Geheime Gegenstände, sowas kennen die hier gar nicht. Oder Artefakte. Was soll man damit machen? Die kann sie ja eigentlich gleich behalten in der Zelle. Ich meine, sie braucht ja noch irgendwas, wo sie dran lutschen kann, ne? Außer jetzt den Schwanz des Wachmanns, wenn sie mal wieder Lust hat, vergewaltigt zu werden. Oh ja, ihr habt es gerade gesehen, jetzt schon wieder. Die machen es also auch. Die machen es auch. Die Gefangenen, denen wurde schon gesagt, ja, hier ist eine Frau gefangen, falls sie mal Lust hat und könnt ihr sie gerne vergewaltigen, falls ihr auch Lust dazu habt. Und das macht sicher Spaß. Vor allem handelt es sich dann auch noch um eine Vergewaltigung, wenn sie das auch so möchte. Ja. So läuft das hier, ne? In Area 51. Nein, es ist ja noch der Hochsicherheitstrakt. Das ist ja noch nicht richtig Area 51. Das ist ja erst im nächsten Level. Und ich habe die ganze Zeit diesen Geschmack im Mund. Und ich muss sagen, es ist sogar erträglich. Und jetzt müssen wir hier wieder diese wunderschöne Kiste hier schieben. Oh ja, Lara schiebt die Kiste. Genau so. Und jetzt müssen wir hier durchkriechen. Diesmal stehe ich auch nicht auf, weil ich weiß ja, hier ist nichts. Und Kisten schieben, weil das ja das Schönste ist, was man in einem Spiel machen kann. Kisten schieben. Wow. Das ist vor allem so kreativ. Guck mal, Lara kann an die Decke hüppeln. Mach's nochmal, mach's nochmal, mach's nochmal. Hui und hui und. Guck, ich kann die Decke berühren. So groß bin ich. So groß und so alt, du klingst schon wie so ein alter Bot. Tu ich gar nicht! Boah. Das geht, so zu sprechen, das geht gar nicht mit diesen Dingern im Mund. So, diesmal mache ich es vernünftig. Diesmal achte ich darauf, dass ich auch bloß. Und wieso gehe ich hier nicht einfach durch? Es geht doch auch. Leute, wieso habe ich das denn nicht gleich gemacht?
Und dann müssen wir das ja aktivieren. Und ja, hier ist sogar in der Tat eine Falltür, aber es ist keine Falle. Also von daher müssen wir uns nicht davor fürchten. Obwohl man sich natürlich in diesem Spiel auch vor Dingen fürchten sollte, die jetzt nicht unbedingt nur Fallen sind. Hier in diesem Spiel muss man sich ja generell vor allem in Acht nehmen. Kann ja immer mal passieren, dass irgendwo eine Wand aufgeht, wo ein Stein rauskommt oder dass irgendwann mal echt so der Falltür einfach mal ist. Das ist in diesem Spiel nicht ungewöhnlich, liebe Leute. Das ist, um genau zu sein, sogar ziemlich Normalfall. Hey! Ja, da hätten wir jetzt runtergekonnt. Genau wie hier. Hätte uns aber zum gleichen Ort geführt, zu dieser Zentrale hier. Und jetzt lassen wir einfach mal die Gefangenen raus, würde ich sagen. Die Gefangenen. Oh, wow, 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 wow. Die haben ja Knarren. Die Gefangenen sind hier und die können jetzt auch gerne kommen, um mir zu helfen, weil ich habe keine Waffen und ich kann nicht Nahkampf. Weil Lara das nie gelernt hat. Die weiß nur, wie man mit Schusswaffen umgeht. Es wäre natürlich durchaus sinnvoll, wenn wir denen ihre Waffen abnehmen können. Können wir aber nicht. Hier sind Türen. Das sollen zumindest wohl Türen sein, denke ich mal. Für mich sieht das vielmehr aus wie ein Roboter. Ein ziemlich menschlich aussehender Roboter, der an eine Wand gefesselt ist, genagelt ist, wie sie Jesus am Kreuz, nur halt nicht richtig kreuzartig, sondern x-artig. Und der hat oben, ab da sieht er auch so einen breiten Kopf an der Brust, entweder ist das so ein Sixpack oder so eine Brust oder so eine Monstertitte. Und unten hat er da auch, naja, Monstertitte kann es ja nicht sein, weil unten hat er ja sowas, ne? Ja. Wirklich sehr sinnvoll. Und nom, nom, nom. Ja, ich habe den Geschmack immer noch im Mund, liebe Leute. Wäre auch komisch, wenn das auf einmal anders wäre. So, vollkommen grundlos. Voll die Star Wars Zentrale, muss ich sagen. Schön, dass hier keiner sitzt und seine Arbeit macht. Weil so gehört sich das ja. Und der hat eine Schlüsselkarte fallen lassen. Das finde ich sehr, sehr nice. Eine rote. Nein, gerade wollte ich nicht geraped werden. Das geht aber nicht. Codekarte Typ A, bla bla bla. Ich muss hier rein und dann geht's weiter. Und ein neuer Weg. Wer hätte das gedacht? Und ja, schon finde ich mich wieder vor einem Labyrinth vor. Hier ist ein Weg. Der führt uns zu den Toiletten. Mhm. Das ist schön. Spülen hier haben ja wenigstens scheinbar sowas ähnliches wie Wassereimer. Wassereimer, sage ich schon. Wasserhähne. Das ist ja immerhin etwas. Und die Toiletten hier haben sogar Klopapier. Ein bisschen Luxus muss man sich ja auch gönnen, ne? Und Moment, hier geht es hoch. Oder geht es hier runter? Ich weiß es nicht. Leute, ich habe diesen Level hier länger nicht gespielt. Ich habe an sich Tomb Raider 3 jetzt auch eine ganze Weile nicht aufgenommen. Ui, hier geht's im Kreis. Die Kiste, die versperrt uns den Kreisweg. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir mit diesen Kisten auch etwas zu machen haben. Nämlich müssen wir uns den Weg nach da oben erarbeiten damit. Ist auch nicht gerade schwer, muss ich sagen. Sofern Lara denn tut, was sie soll. Was sie eben nicht tut. Lara? Kannst du das hier nicht ziehen? Müssen wir jetzt ernsthaft diese Kiste hier schleppen, weil sie die andere nicht ziehen kann? Das ist eine echt tolle Begründung. Hier sind zwei identische Kisten, aber ich kann nur die eine ziehen.
Warum kannst du nur die eine ziehen? Weil ich kann das halt nur so. Das glaube ich dir. Du hast mich sofort überzeugt. Weil Lara ja so unglaublich überzeugend sein kann, wie wir alle wissen. Ich glaube, ich habe auch schon eine ziemlich gute Partlänge erreicht, aber ich nehme noch ein bisschen auf. Man weiß ja nie. Weil ich muss ja immer gucken, wie ich hier speichere, ne? Ist ja auch immer so eine Sache. Wenn man begrenzte Speicherkristalle hat, 11. Eigentlich sollte ich hier nur einen haben, weil die uns alles abnehmen sollen, aber Scheiß doch drauf. Sind wir doch einfach mal froh, dass wir 11 von den Dingern haben. Also jetzt nicht von den Weingummipenissen, sondern von den in Vordersteinen. Nein, dann hätten wir ja schon echt alle Sorgen. Keine Sorgen mehr, meine ich. Und jetzt müssen wir hier irgendwie hin. Und hier ziehen. Und wieder auf die andere Seite. Und dann schieben. Und dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Das hättet ihr wohl kaum für möglich gehalten, dass wir es auch irgendwann mal schaffen. Ist ja echt nur so eine Frage der Zeit. Es war schön, dass ich bislang noch nichts wirklich spielerisch Anspruchsvolles hatte, sondern nur so, das kostet dich Zeit, Sachen. Ne? Das ist halt immer wieder schön, ne? So, was ist das jetzt? Ich nehme an, die sollen glühend heiß sein und deshalb leuchten die so, deswegen. Nee, kein Thema. Ah, ich habe Brandblasen. Nein, die sind nicht heiß. Das bildest du dir nur ein, Lara. So, der Hebel wird jetzt irgendwas gemacht haben, wie ich hoffe. Genau zu sein, hat er diesen Gang hier unter Wasser gesetzt. Aha, dafür war das hier also gut. Hier muss man hintauchen. So, so, so. Wo das Wasser jetzt herkommt, versuche ich mal nicht zu hinterfragen. Das ist eine ausgesprochen große Herdplatte. Und sie ist ausgesprochen effektiv, muss ich sagen. Da will's uns hinführen. Naja, ich würde sagen, wir sind hier in der Küche und hier speichern wir auch, weil sich das gehören tut, in einer Küche zu speichern, ne? Und dann verabschiede ich mich für diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider 3. Tschüss!